Auf! Auf! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen mal wieder eine neue Sportart. Diesmal geht es um Quidditch. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, weil das kennen natürlich viele nur aus den Filmen und nicht als reale Sportart. Und jetzt stellen sich erstmal Gast und Trainer vor. Ich bin Patrick. Ich kenne den Flo von Kunst gegen Bares. Das ist eine Kunstveranstaltung, bei der er aufgetreten ist, die ich moderiere und hoste. Ich hoffe mal, dass mir meine Lunge ein klein bisschen hilft heute, denn eigentlich komme ich von der Bühne. Ich bin Sänger bei der Band Relate. Ja, hallo, ich bin Paul Vander, Trainer des hinter mir trainierenden Ruhr Phoenix Bochum. Seit 2 Jahren mache ich hier Quidditch. Seit ungefähr einem Jahr bin ich jetzt Trainer. Bin auch Nationalspieler. Ich hoffe mal, ich kann den beiden Jungs hier heute zeigen, dass Quidditch relativ wenig mit dem ursprünglichen Film Sport zu tun hat, sondern mittlerweile eine extrem anstrengende körperliche Vollkontaktsportart ist. Ich hoffe, ich kann. Ja. Ich hoffe, ich kann. Ich finde, ich hoffe, ich kann klasse. Das ist so ähnlich wie Yes, we can, nur ein weniger. Ja, für die Kamera bin ich nicht so gut gemacht. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal die Ausrüstung an, scheinbar. Genau, also es gibt in dem Sinne das Wichtigste zuerst, wenn man Quidditch spielt, auch auf dem Boden, braucht man immer einen Besen, einen Broom. Der Broom muss immer, wenn man spielen muss, zwischen den Beinen sein. Das heißt, solange der zwischen den Beinen ist, kann man Quidditch spielen. Die Grundregeln sind erstmal gar nicht so schwer zu verstehen. Es gibt insgesamt 3 Rollen, die wir uns heute angeguckt haben und eine davon könnt ihr auf meinem Instagram-Account unter @FlorianDeimer finden. Die anderen beiden gucken wir uns heute an und die erste ist der Beater. Das ist quasi so eine Art Völkerball-Variante und dafür versuchen wir jetzt erstmal in einer kleinen Übung ein bewegtes Ziel zu treffen. Jeder, der seinen Ball geworfen hat, muss seinen Ball, den er geworfen hat, auch schnell, so schnell wie möglich wiederholen jetzt. Ich fange ohne Ball an. Hier ist ein Ball. Das hört man gerne. Du, ich habe dein Leben gerettet. Ja, ja. Darf man antäuschen? Ja, klar. Ja. Ah, Tint. Ich habe es geschafft, ihn nicht fallen zu lassen. Das ist für mich die halbe Miete. Sehr gut. Da kann man auch ein bisschen Aggression abbauen irgendwie, oder? Ja. Ja, an dem Punkt hier haben wir mal versucht, die Rollen zu tauschen. Das heißt, ich habe jetzt diese Pratze und versuche, nicht getroffen zu werden und weiche eben den Bällen auf. Ich meine, da habe ich natürlich einen Vorteil, wenn man in der Schule oft abgeworfen wurde, dann hat man einfach so natürliche Reflexe entwickelt. Ja, ich versuche ein bisschen dazu antizipieren, wo er hinjobbt. Mit Antäuschen kriegt ihn vielleicht. Warte mal. Wow. Okay, danke schön. Macht eine Trinkpause. Schön. Das hat was Meditatives. Meditatives? Ja. So diese bösen Blicke, die ständigen Schläge. Ja, wie zu Hause. Da Quidditch ziemlich komplex ist, gibt es dafür natürlich noch viel mehr Regeln. Hier mal ein paar davon. In verschiedenen Rollen beim Spiel zeigen wir halt durch die Headbands. Chaser, die spielen nur mit diesem Quaffel. Und die Beater, die spielen nur mit dem Blatschern. Davon gibt es 3, von dem Quaffel gibt es nur 1. Es ist nicht 11 gegen 11 wie beim Fußball, es ist 6 gegen 6. Wenn ich jetzt praktisch abwerfen würde, müsstest du einmal absteigen vom Besen. Du musst absteigen, das heißt, der Besen ist zwischen den Beinen weg. Und dann läufst du zu deinen eigenen Ringen zurück. Das heißt, klatsch dich einmal ab und kannst dann wieder weitermachen. Quidditch ist ein Vollkontaktsport. Das heißt, ähnlich wie Rugby, darf getackelt werden. Es gibt gelbe Karten, rote Karten und blaue Karte. Blaue Karte ist ein technisches Foul. Es gibt, bei Quidditch kann viele Sachen passieren, praktisch technisch, dass du eine Regel falsch missachtest. Wie sehr versteht ihr jetzt nach der kurzen Zeit schon Quidditch? Stimmt gerne mal bei dem i oben rechts ab. Und jetzt helfen wir euch natürlich noch ein bisschen, weil wir haben natürlich auch nur die besten Fragen gestellt, damit man dieses Spiel sehr einfach verstehen kann. Du darfst nicht schlagen, nicht beißen, nicht, ne, nicht treten. Nicht ohnmächtig würgen. Nicht treten, nicht ohnmächtig würgen. So. Dinge, die ich erstmal fragen muss. Hier gibt es keinen kreisvollen Ring, das heißt, du kannst theoretisch sogar bis zum Ring und durchstecken. Also wird ja, der heißt, Florian gleich versuchen, mit dem Ball durch den kleinen Ring zu springen. Das geht auch. Darf man dann volle Kanne ineinander reinringen? Darf ich jetzt MMA-mäßig Guillotine machen und dich... Nein, das darfst du nicht. Cool, so, das war die eine Rolle.
Jetzt gibt es halt noch die andere Rolle. Die andere Rolle. Ja, genau. Ohne. Ja, genau. Die zweite Rolle allerdings ist der Chaser. Das ist jetzt die nächste Rolle, die wir ausprobieren und das nicht in einer simplen Übung. Nein, wir machen direkt ein richtiges Spiel, wo alle anderen Rollen auch vertreten sein werden. Dabei geht es jetzt vor allem um Punkte zu machen, das heißt den Ball eben durch die Ringe zu werfen. Die beiden machen Chaser mit, okay? Chaser mit? Ja, Chaser. Kriegen Sie. Enttäuscht mich jetzt nicht. Den ersten Angriff von dem Spiel möchte ich euch einmal in Realzeit zeigen, danach natürlich noch zusammengeschnitten. Da kriegt ihr vielleicht einfach einen Überblick, wie wenig Überblick wir dabei hatten. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie das gegnerische Team mich sogar zu zweit versucht rauszunehmen. Mit zwei Bällen, einer hätte gereicht, aber die haben einfach klar erkannt, dass ich eine Gefahr bin. Wenn man getroffen ist, muss man, wie man hier an meinem Beispiel sieht, extrem schnell zurücksprinten und die Ringe berühren, damit man wieder mitspielen darf. Da kommt es jetzt zum ersten Gegenangriff von der eigenen Mannschaft. Man sieht schon, wie taktisch das Ganze ist, wie man gerückt vorgeht. Und da könnte ich jetzt zum allerersten Mal den Ball haben und ihn nehmen. Aber ich möchte scheinbar nicht. Kurze Zeit später ist es endlich soweit. Ich habe den Ball in meiner Hand nach einem Punkt vom eigenen Team. Das heißt, ich muss den Ball einfach abgeben. Aber wir schauen mal, wie sieht es denn zurzeit bei Patrick aus? Im Gegensatz zu mir läuft er sogar mit. Macht sich aber trotz ganz guter Position gar nicht bemerkbar und irgendwie beachtet ihn keiner. Ich habe große Erfahrungen im bei Hochgeschwindigkeit getackelt werden. Echt? Also das ist, ja, der wurde in der Schule immer früher gemobbt. Nee, ich werde am Fußballplatz gemobbt regelmäßig. Und was sagst du? Ich würde gerne auch mal. Ja? Was passiert hier? Ich habe 2-3 Mal den Ball irgendwie angefasst. Also können die nichts für, ich bin halt unwissend. Da wurde mir ja erklärt. Ich meine, ich bin ja dumm einfach. Also das war schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob du das warst oder wer anderes, die schon ab und zu mal gerufen haben, wo ich hinrennen soll. Hilft das? Das hilft enorm, ja, weil... Ja, dann muss man nur Befehle ausführen, ja. Kurz vor Spielende hatten wir allerdings beide einen richtig guten Moment. Wenn ich verstanden hätte, was ich tun müsste, hätte mir das wahrscheinlich richtig Spaß gemacht. So war ich immer so in dem Konflikt zwischen, oh geil, du machst heute, du kriegst das hin, ein Tor zu machen und alle werden darüber lachen. Oder was musst du überhaupt tun? Also mir hat Spaß gemacht. Also ich hatte ab und zu auch das Ding, dass mir halt wer zugerufen hat, hey, renn dem nach, dann natürlich auch renn Dennis nach. Okay, Dennis glaube ich nicht. Dennis war heute nicht da. Noch besser. Wir wollen dich hier nicht dabei haben. Aber interessant. Ja, Quidditch beim ersten Mal, das war das erste Quidditch-Spiel, das ist immer super überfordernd. Aber dafür, gerade du, Patrick, hast dich super gemacht. Ich glaube, du warst an sich, du hast gegen gemein, also bei dir war es gemein, weil halt mich alle hinterher auf dich, ich glaube, Florian, alle kannten deinen Namen ein bisschen mehr. Das heißt, alle haben irgendwann von allen Seiten gerufen. Da hattest du kurz immer diesen Moment rechts, links. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, gerade dass auch Frauen und Männer zusammenspielen. Das ist ja auch so eine Sache, die irgendwie... Ja, das macht es beim Zweikampf irgendwie... Das macht es ein bisschen awkward, finde ich. Gerade wenn dann dieses Ringerische dazukommt, wo man dann auch, wie bei dir vorhin gesagt, so rangeht. Ja. Das gehört dazu. Bei einer Frau erstmal... Also manche Männer machen das auch in der Freizeit. Das ist das vielleicht... Weiß ich nicht. Warte. Er zum Beispiel. Unsere Mädels gehen genauso rein wie Männer, das heißt, da muss man sich gar nicht scheuen. Also, die können das auch ab. Seitdem ich mal einem beim Fußball mit 16 oder 17 einen Arm gebrochen habe, seitdem gehe ich da irgendwie nicht mehr richtig. Irgendwie will ich die Leute nicht kaputt machen. Gerade wenn dir so eine Frau, die 1,50 ist, entgegen und dann ist man irgendwie so... Ich versuche das gerade beim Kampfsport immer den weh zu tun, das klappt nie. Das ist genau andersrum. Wir trainieren halt regelmäßig an der Ruppier. Pro Woche zweimal. Ja, schaut gerne vorbei, probiert es auch mal aus. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Und ich denke mal, gerade wenn man das ein paar Mal häufiger gemacht hat, wird es auch kompetitiv für mich. Ja. Der Patrick kann es ja schon. Auf. Ui.